Hallo Freunde der Nacht, da bin ich, euer Sadu mit einer neuen Folge Humankind. Ah, genießt den Sieg, den Triumph über unsere verhassten Feinde, mit denen wir seit Jahrtausenden Krieg hatten oder Spannungen. Schon in der Jungsteinzeit haben wir die Hethiter gehasst und sie haben uns gehasst. Ah, genießt den Sieg, Hattusa ist uns. Leider gibt es die Hethiter aber immer noch. Sie rennen jetzt hier mit ihren Armeen so rum. Ich habe keine Ahnung, ob wir die einfach so jetzt angreifen könnten. Wir testen das mal aus in der nächsten Runde. Die Mykener errichten mit der griechischen Kultur die Epoche Altertum. Ah. Also sind sie ins Altertum vorangeschritten. Unsere Nachbarn, die Mykener. Rebellisch in Hattusa. Es geht aber eigentlich nach oben. Wenn ich die Stabilität der Stadt nicht erhöht, wird es zu einer Rebellion kommen. So, schaut mal, die können sich hier noch bewegen, die Hethiter in unserem Gebiet, obwohl wir keine offenen Grenzen zu denen haben. Also was passiert, wenn wir die jetzt hier angreifen? Können wir? Ja, dann geben wir den Rest, würde ich mal sagen. Nichts wie hinterher. Und das gleiche hier mit der Truppe. Auch eine manuelle Schlacht. Gehen wir lieber auf Nummer sicher. Sperrkämpfer ziehen wir hier zurück und die dafür vor. Sperrkämpfer und Krieger hatten die. Unsere Bogenschützen werden schon mal von der Entfernung aus feuern. Ja, stehen halt im Wald. Erhöhte Kampfkraft gegen Fernangriffe. Das war eigentlich dumm, was wir da gemacht haben. Nun gut. Plus 2 von Verteidigung. Die stehen halt noch. Also die verteidigen sich. Plus 1. Und dann noch. Plus 1 durch den Wald, so verstehe ich das. Wir greifen aber trotzdem an. Mit denen werden wir nicht angreifen, weil hier sind wir wie in so einem Sandwich. Und mit denen stehen wir richtig bescheiden da. Auf dem Fluss und dann auch noch von unten aus angreifen, muss nie sein. Ich habe das gut gesehen. Sperrkämpfer. Ne, das sind bloß Speer. Aha, ich dachte gerade, Sperrkämpfer wären das. Sperrkämpfer sind. Sind die besser als Krieger? Ne, eigentlich sind Krieger besser im Angriff, aber ihr habt es gerade gesehen, die Speer haben auch keine Chance gegen unsere angeschlagenen Krieger. Ups, das wollte ich nicht. Hier aus dem Kampf rausgehen. Wir nehmen unsere Bogenschützen und schießen diesmal auf die Speer. Attacke! War schon ausgeglichener. Die zählen mittlerweile, denke ich mal, als beschädigt. Sogar schwer beschädigt, minus 2. Den greifen wir nicht an. Wir gehen mit unseren Speerkämpfern hier hoch. Haben nicht mehr den Mali von dem Fluss und greifen die hier an. Rückseitiger Angriff, auch wichtig. Seht ihr das oben? Plus 4. Heftig. Also, sagen wir mal, eine Flankierung. Rückseitiger Angriff ist mir zu einfach zu lang, das Wort. Flankieren. Auch wenn wir halt von hinten angreifen. Sag mal, das war's fast für die. Gehen kein Risiko ein. Wir verteidigen uns hier nochmal. Die Gegner prallen überall ab und wir haben den Kampf gewonnen.
untätige Armee. Ach, zwei Scouts sind hier noch. Die zwei Scouts werden wir uns aufheben. Und hier oben die Insel, ich hoffe, das ist ein Kontinent. Die Insel bzw. den Kontinent erkunden mit den zwei Scouts. Umso schneller geht das. Hier unten in Memphis haben wir auch noch drei Scouts. Die werden wir nach und nach aufteilen. Können wir eigentlich auch gleich mal machen. Müssen uns nochmal angucken, wie es hier überhaupt ausschaut mit der Nahrung. Also wollen wir mit einem Scout hier noch ein bisschen so die Grenze abklappern? Ach nö, muss nicht sein. Ich finde es schade, dass man das nicht machen kann, dass die automatisch erkunden. Ach kommt, wir gehen mit dem einen noch ein bisschen erkunden. Wir haben doch sonst nichts zu tun. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas hier in der Gegend. Neue Technologie, die wir auswählen können. Technologisch läuft es im Moment nicht gut. Aber das kommt halt davon, wenn man nur Krieg führt. Wir holen uns mal die öffentlichen Brunnen. Gut für Stabilität. Die Stabilität geht hoch hier, dauert halt bloß ein bisschen. Geld braucht man nicht unbedingt, wir legen wieder was in die Wissenschaft rein. Neue Leute ist immer gut, vier Runden, das passt schon. Die ägyptische Pyramide ist auch in zwei Runden fertig. Noch einen Epochenstern freigeschalten. Einwandfrei. Oh, Ruf hat sich geändert, was? Unbekannt. Haben einen Ruf als Händler erhalten, aha. Und wir haben an die Griechen Weihrauch verkauft. Schön. Das wollten wir uns doch mal angucken. Epochensterne. 182 Ruf haben wir hier bekommen. Expansionistensterne 172. Man bekommt hier in dieser von diesem Baumeisterstern, weil wir ein Baumeistervolk sind, ein bisschen mehr Ruhmpunkte, aber gar nicht so viel mehr. Seht ihr das? 172, hier 182. Aber im Gegensatz zu diesen grauen bekommen wir ja dann doch schon mehr. Ja, muss man sich auch erstmal zurecht reinfinden. Kann natürlich jetzt auch damit zu tun haben, weil wir hier noch gar keinen Stern haben und hier hat man schon einen Stern. Dass wir jetzt für den nächsten Stern dann sogar 182 bekommen, aber ob wir das noch schaffen, 12 Bezirke bauen, da wir nur zwei Städte haben, ich wage es zu bezweifeln. Bevölkerung, vielleicht bekommen wir das noch hin. Was wir auf jeden Fall noch hinbekommen, ist hier diesen Wissenschafts-Dreier-Sternbau. Da kriegt man dann 272. Also das sollten wir auf jeden Fall noch hinbekommen. Hoffentlich. Eine dringende Angelegenheit, was ist los? Spiel der Prophezeiung. Das Reich erblüht und ein neues Spiel aus einem fremden Land verzückt die Bevölkerung. Überall fallen einem das charakteristische Spielbrett und die Steine sofort ins Auge. Ihr besteht auf einer öffentlichen Vorführung und spielt unter Anleitung eine Partie in eurem Palasthof. Die Sache hat jedoch einen Haken. Das Spiel wird nicht nur als Unterhaltung, sondern auch als eine Form der Weissagung angesehen. Als die Botschaft des Spiels klar wird, kommt es zu einer Schrecksekunde. Es ist euch vorherbestimmt, alles zu verlieren. Was unternehmt ihr? Na klasse.
zum Schweigen bringen, kostet uns 80 Gold, hätten wir. Falls sich diese Prophezeiung verbreitet, könnte das verheerende Auswirkungen haben. Alle Zeugen sollen bestochen werden. Es würde in Richtung Autorität gehen. Nicht beachten. Sollen die Leute doch tratschen. Die Prophezeiung wird sich schon bald als falsch erweisen. Ablehnend auf Memphis, minus 5 Stabilität. Das Gang. Wir haben genügend Stabilität in Memphis. Oder wir sagen, beherzigen. Wir müssen die Prophezeiung beherzigen und uns auf das Schlimmste gefasst machen. Abergläubisch auf Memphis. Minus 2 Wissenschaften. Das auf keinen Fall. Wir nehmen das hier. Nicht beachten. Die 5 Stabilität halten wir aus. Ja, gibt's nix. Kommt zurück mit dem Scout. Hat sich ausgescoutet jetzt hier auf unseren Teil des Kontinents. Sind es beide hier die Lulubanen? Lulubi und Lulubi, ja. Wo sind sie denn hin? Die Hethiter. Die können nur hier unten lang gelaufen sein. Eine Armee haben sie noch. Wir heilen ja erstmal aus. Stehen dort ganz gut da. Wieso können wir das jetzt hier nicht bauen? Was? Ach so, aufgrund der aktuellen Stabilität der Stadt nicht möglich. Es geht ja nach oben, bleibt nochmal ganz unruhig, bis auf 41%. Und dann, wenn wir über dieser Schwelle sind, dann können wir auch wieder bauen, denke ich mir. Ja. Deswegen haben wir auch so wenig Wissenschaft. Oder? 25? 12 und hier gibt's 13. Ne, wir haben von Haus aus zu wenig Wissenschaft. Das ist nicht gut. Ein neues Wunder kann beansprucht werden. Ab 250 kann man dann ein neues Wunder beanspruchen. Oh, die Olmeken wurden ausradiert. Wahrscheinlich von den Lulubi. Von den Lulubanern. Gucken wir uns gerne mal direkt an. Was gibt's denn? Die Hethiter sind gefallen. Eine großartige Zivilisation ist zu Asche zerfallen. Wird man sich an sie erinnern? Hängende Gärten sind noch von niemandem beansprucht worden. Die Olmeken sind zu der Kultur der Maurya vorangekommen. Kulturelle Konversion begonnen. Al-Safi tritt in 10 Runden in den Einflussbereich der Griechen ein. Das ist ja alles beansprucht. Ne, die hängenden Gärten noch nie, oder? Wieso ist das grau? Können wir draufklicken? Ja doch, die hängenden Gärten noch nicht. Bringt 20 Stabilität, 100 Ruhm, Tempel der Artemis und 20 Glaube haben wir mehr als genug. Plus 10 Gesundheitsregeneration auf Einheit, auf Bezirk. Ja, nett, aber muss nicht sein. Ja, Einheiten ignorieren, Bewegungsabzüge durch Wälder. Und hängende Gärten. Also man hat die dann nur beansprucht, ne? Nur zur Information, diese Weltwunder hier. Man hat die dann nicht zur Verfügung. Man muss die erstmal noch bauen. Das ist wieder so ein Gemeinschaftsprojekt wie diese Steinkreise da. Da geht man jetzt nicht aus. Wir haben zwar ordentlich was an Einflusspunkten, aber wir wollen ja Luluban noch in unseren Bann ziehen. Und schaut mal, gut, dass wir nachgeschaut haben. Es steigt nicht mehr. Und hier hinten kann man dann erst die Unterwerfung machen. Ja, wir haben genügend Einfluss. Geben wir Einfluss aus und auch nochmal Geld. Die Truppen ziehen wir zurück. Die Truppen ziehen wir direkt nach Memphis. Ja, wir können ja auch
an der Grenze die Truppen positionieren. Hier gibt es ein Ereignis. Der erste Kalender. Die Erfindung des Kalenders kündigte eine glorreiche Ära in der Geschichte des Reichs an, da zwei Großstädte und zahlreiche Bauernhöfe im Land in Einklang gebracht werden müssen, ist es Zeit für eine Standardisierung. Händler benötigen ein einfaches Mittel, um ihre Aktivitäten abzugleichen. Womit möchtet ihr die Tage zählen? Sonne. Die Gelehrten versichern euch, dass dieser Kalender im Verlauf der Jahreszeiten genauer ist. Plus 10 Stabilität auf alle Städte. Okay. Und was bringt der Mond? Das Zu- und Abnehmen des Mondes bietet den Menschen eine beruhigende Vertrautheit. In Richtung Tradition. Das würde nichts verändern. Tradition oder Fortschritt? Glaube wird man ein bisschen verlieren, aber dafür stabiler werden. Ja, wir nehmen die Sonne. Vorwärts in den Fortschritt. Scout wird aufgelöst. Memphis wächst. Und Memphis kann was Neues bauen. Forschungsviertel können wir noch gar keine bauen, weil wir es halt noch nicht erforscht haben. Ja, öffentlicher Brunnen, den erforschen wir gerade. Wir brauchen unbedingt, ich glaube, das ist hier oben. Da. Forscherplatz, nee, wartet mal. Wo sind die Forschungsbezirke? Kommen die noch? Erzählen diese. Wir haben gar keinen Forschungsbezirk, kann das sein? Hä? Wartet mal. Ich bin verwirrt. Nö, wir können doch gar keine Forschungsbezirke bauen. Das ist die Schrift dann. Haus der Schriftgelehrten. Machen das als nächstes. Ja, wobei wir wollten die Seefahrt auch noch als nächstes machen. Wir machen die Seefahrt danach. Ach. Schwierig. Wir machen das. Wir müssen diese Insel oder diesen Kontinent dort oben erforschen, damit wir wissen, ob wir uns durch Krieg weiter ausbreiten oder erstmal durch Expansion. Und durch Besiedlung. Es bleibt bei. Warte mal. Alles wegmachen. Bewässerung und danach die Seefahrt. Und danach die Schrift. So machen wir das. Memphis, was baut ihr jetzt hier? Wir könnten hier. Ah, na klar, Hafen. Und da hatten wir gesagt, wir wollen den Hafen hier oben hinsetzen. Damit wir gleich hier in der Nähe sind. Wo bringt es denn am meisten? Hier oben. 11. Nahrung. Wie viel wird es denn hier unten bringen? Nö, nix. Das ist schon die beste Stelle und wir wollten ohnehin halt hier oben den Hafen hinsetzen. Dann baut man den Hafen dahin. hin. 123 Industrie. Hammer. Die Titel sind Geschichte, aber sind das nicht eigentlich 6 Zivilisationen insgesamt? Ist noch eine Zivilisation untergegangen? Ist irgendwie an uns vorbeigegangen. Armeen bewegen sich. Wo schickt man die hin? Schicken die mal nach Hattusa, dass die Stabilität dort endlich mal schneller wächst, weil ihr seht das ja, die ägyptische Pyramide wird überhaupt noch nicht gebaut.
Planeten gibt es auch noch. Ja. So wie das aussieht, scheint das ja nur Inseln zu sein, weil hier ist die Welt zu Ende. Die Bewässerung erforscht. Mit dem Wissen, wie sich das jährliche Hochwasser von Flüssen kontrollieren lässt, sind die Menschen nicht mehr nur dem Willen der Götter ausgeliefert. Oberflächenbewässerung plus 2 Nahrung auf Fluss und öffentlicher Brunnen plus 15 Stabilität. Das ist heftig. Plus 15 Stabilität. Ein neuer Epochenstand wurde freigeschalten. Läuft doch. Von 10. Ah, Gold. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ja, Militaristensterne. Es gibt keine feindlichen Militäreinheiten jetzt mehr im Moment. Luluban wollen wir ja so unterwerfen. Deswegen sparen wir jetzt hier auch weiter schön Einfluss. Dauert noch ein bisschen, ehe wir das machen können. Ich glaube, es kostet... Wie viel kam das? Ein paar hundert. 300 oder 400 Einfluss kostet das, die zu unterwerfen. Aber mal gucken. Noch ist es ja nicht so weit. Die bringen wir dort in Stellung. Lassen die hier auch stationiert. Und die sollen erstmal stationiert bleiben in Hattusa. Also nur wegen, damit die hier die Stabilität oben halten. Ihr habt euren ersten Hafen gebaut, von dem die Schiffe eures Reiches in See stechen können. Zeit, Champagnerflaschen zu horten. Champagner gab es 3086 vor unserer Zeit noch nicht, würde ich mal so behaupten. Stabilität weg, dann ja, hätten wir bloß noch 20. Nee, wir lassen die jetzt hier nochmal drin überspringen. Memphis hat den Hafen fertig gebaut. Schiffe können wir jetzt, nee, mehr forschen das glaube ich gerade. Plus 3 Nahrung auf Hafen. Ja, bringt uns alles was. Also wir müssen jetzt ordentlich Gas geben, dass wir hier alles ausbauen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, haben wir sämtliche Epochensterne hier von den Baumeistersternen bekommen? Nö, noch nie. Also Bezirke könnten wir auch noch weiter bauen. Kunsthandwerksviertel, Schmiedeviertel. Produktion ist eigentlich ausreichend. Garnison muss nie sein. Ruine beseitigen. Geht die Sucherei wieder los, Leute. Die machen uns alle hier. Halt! Da war eine Ruine. Beseitigt die mal bitte. Töpferei. Ja. Also wenn ihr euch fragt, warum achtet der denn jetzt darauf, dass der jetzt, oder warum will der denn unbedingt Bezirke bauen? Ja, weil das halt eine Eigenschaft von uns ist. Von den Ägyptern. Sieht man das? Hier, Baumeister. Erhält 10 Stabilität beim Abschluss des Baus eines Bezirks. Das ist spitze. Also man verliert dann normalerweise 10 Stabilität, aber so kostet uns das halt nichts. Das ist bombastisch. Aber das bleibt uns... Bleibt uns das nie eigentlich auch erhalten, wenn wir zu einer anderen Zivilisation, zu einer anderen Kultur wechseln müsste? Ich glaube, das bleibt uns erhalten. Daher brauchen wir jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt den Bezirk bauen. Es gibt so viele gute Sachen. In das Schmiede ist halt auch spitze.
Truppen auf keinen Fall. Da haben wir, wie gesagt, mehr als genug. Noch einen Hafen brauchen wir auch nicht. Wir haben einen Hafen im Norden unseres Kontinents. Da kommt, wir bauen erstmal die Töpferei. Dann noch eine Schmiede. Das reicht erstmal. Zwei Sachen. Passt. Bevölkerungszunahme in Hattusa. Kulturelle Konversion begonnen. Ist aber knapp hier, oder? Wir haben hier bestimmt auch schon mindestens, wenn nicht sogar noch mehr. Das können wir vielleicht noch zurückwerfen. Also, so richtig habe ich das System nach wie vor noch nie verstanden. Hier steht das ja ungefähr, ja, je mehr Einfluss, umso mehr kulturelle Ausbreitung. Aber was das genau für Auswirkungen dann für den Gegner hat oder für die andere Kultur, I don't know, Leute, ich weiß es nicht. Das müssen wir noch schön herausfinden. Oder wenn ihr es schon wisst, schreibt mir das in die Kommentare. Würde mich wirklich brennend interessieren. Ihr habt genügend Anhänger dazu gewonnen, um eure Religion mit einem neuen Dogma zu bereichern. Ein Mann frei. Stufe 1 Dogma. Das ist sowas wie, ja, wie nennt man das? Um die Religion weiterzuentwickeln. Ihr werdet das ja gleich sehen. Ein was ist schon weg. Das haben die Rosa an uns weggeschnappt. Völlerei. Plus 5 Geld auf Luxusressourcenlager. Das ist nicht verkehrt. Wir haben auch eine Menge Luxusressourcen in unserem Gebiet. Aber es ist leider weg. Einklang mit der Natur. Plus 2 Stabilität auf Fluss. Ich kann mal schauen, ob Hattusa an einem Fluss liegt. Hier oben ein bisschen. Aber im Grunde genommen haben wir genügend Einfluss. Brauchen wir also nicht. Du sollst nicht stehlen. Plus 1 Einfluss auf Berg. Naja, das brauchen wir auf keinen Fall. Nee. Berge haben wir nicht wirklich viel. Hier oben. Das war's. Nö. Nee. Ungläubige Strafen plus 25 Erfahrung beim Erstellen einer Einheit. Das ist nett, aber wir haben im Grunde genommen im Moment nicht vor, Krieg zu führen. Wir haben Krieg geführt. Wir wollten es eigentlich umgedreht machen. Zuerst friedlich und dann Krieg, aber uns wurde der Krieg aufgezwungen von den ollen Hethitern. Plus 2 Nahrung auf Küstengewässer, plus 2 Nahrung auf See. Nö. Enthaltsamkeit. Plus 2 Industrie auf Wald und Waldgebiet. Streben nach Weisheit. Plus 5 Wissenschaft auf Strategieressourcenlager. Das müssen wir uns gleich noch direkt angucken. Und das hier, der 10. der Reichen. Plus 10 nach dem Sieg in einer Schlacht, erhöhte Kriegsunterstützung. Nö, das nehmen wir auch nicht. Also, na, wobei. Das ist halt jetzt wirklich schwierig. Hier kommt jetzt wirklich drauf an, wie wir in nächster Zeit spielen wollen. Wollen wir kriegerisch spielen? Dann wäre das schon nicht schlecht. Wollen wir auf Wissenschaft gehen? Plus 2 Industrieaufwald. Wir haben Unmengen an Industrie, dadurch, dass wir Bauwerker sind hier mit den Ägyptern. Strategieressourcenlager. Also, wenn wir wüssten, dass wir Krieg irgendwann führen würden gegen die Mykener, aber das dauert noch eine Weile. Das dauert, Leute. Die sind schon im Altertum und wenn die nächste militärische Einheit dann halt schon haben, da stehst du da mit deinen Kriegern. Die werden zerkloppt von Schwertkämpfern. Strategieressourcenlager. Das sind zum Beispiel Pferde. Kupfer. Ja, also das sind diese. Was ist das für eine Form? Ja, keine Ahnung, also die halt hier. Wenn ich das richtig sehe, haben wir, na gut, hier hinten noch 3. Wir haben eine Menge solcher Ressourcen, Strategieressourcen.
die noch ein Fragezeichen haben. Also da würden wir in die Zukunft investieren, weil im Moment haben wir nur drei von denen. Aber wir machen das. Streben nach Weisheit. Mal gucken, ob das so funktioniert. 3, also müssten wir 15 mehr haben dann. Jetzt haben wir 31, also 46 müssten es jetzt gleich werden. Dogma auswählen. Streben nach Weisheit. Neues Dogma für den ägyptischen Schamanismus. 46, stimmt das? Das stimmt nicht. Haben wir noch mehr von diesen Ressourcen? Ist mir irgendwas entgangen? 15 dazu. Nee, wartet mal. Hä? Wir hatten 31. Jetzt haben wir 61. Was zählt denn hier noch als strategische Ressource? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Das ist ja bedeutend mehr. Ist ja doppelt so viel, wie wir gedacht haben. Naja, dann soll es recht sein. Wird schon seine Richtigkeit haben. Die lassen wir nochmal hier und Runde wird beendet. Jetzt können wir in die nächste Epoche voranschreiten. Militaristensterne kriegen wir nicht mal hin. Landwirtschaftssterne. Zwei Runden noch. Und Händlersterne kriegen wir auch nicht hin. Zwei Runden noch. Zwei Bevölkerungspunkte. Warten wir die noch ab. Hier in drei Runden. Und hier in Memphis in drei Runden. Leute, die drei Runden warten wir noch ab. Dann kriegen wir nämlich noch so einen Landwirtschaftsstern dazu. Das werden wir auch noch abwarten. Diesen Händlerstern. Den kriegen wir in den drei oder vier Runden bekommen wir den. Das können wir wahrscheinlich noch ein bisschen schneller hinbekommen, indem wir noch ein paar Punkte in das Geld hineinstecken. Aber das Ganze schauen wir uns dann im Detail in der nächsten Folge an. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mal ein Däumchen oben da, schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben gibt es natürlich noch einen Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.